Wir können alle mitlaut sein, denn das ist ja wichtig. Wir wollen ja auch eine Botschaft transportieren. Also macht mit. Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. 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 Frieden, Freiheit. Ich weiß ja nicht, warum die Freunde es hier nicht verstehen. Und diese Menschen da vorne, die sich als Faschisten dahinstellen und die Unversehrtheit unserer Körper angreifen wollen, das sind übergriffige Faschisten. Das kann eigentlich nicht deren Ernst sein. Die sollten sich mal unabhängig informieren unter reitschuster.de, infojetzt.de und grundsätzlich ihre Meinung überdenken. Wir sind hier für unsere Demokratie und für die Grundrechte gegen den Faschismus. Was seid ihr bloß für Faschisten, dass ihr euch nicht ans Grundgesetz halten wollt? Wir sind hier für die Unversehrtheit unseres Körpers, für eine freie Impfentscheidung gegen den Faschismus der Regierung. Informiert euch gefälligst vernünftig, zum Beispiel beim Reitschuster, und dann kommt auf die Straße zu uns und schließt euch uns an. Für Frieden, für Freiheit, für unsere Demokratie und für unser Grundgesetz. Freunde, merkt ihr eigentlich noch irgendwas? Zweiter Stich, dritter Stich und die Impfung hilft immer noch nicht. Die Impfung hilft nicht, das kann doch jeder in seinem Umfeld sehen. Die Impfung ist nur gut für die Pharmaindustrie, für die Großkonzerne. Die machen sich auf eure Taschen, auf eure Kosten die Taschen voll. Schluss mit einer Gesundheitspolitik für die Großkonzerne. Thank you.
Also ihr seid ja, da sind schon wieder die drei Jungs von der Tankstelle. Ihr wart letztes Mal auch schon da. Hi. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe euch das ja letztes Mal schon gesagt. Informiert euch doch mal unabhängig. Eigentlich sollte die Antifa doch gegen Großkonzerne und gegen einen übergriffigen Staat sein. Ihr macht euch hier mit Wirtschaftskriminellen und Lobbyisten gemein. Ihr seid hier auf der Straße gegen uns, wobei wir doch für Frieden und Freiheit und für unser Grundgesetz auf die Straße gehen. Irgendwas läuft hier gehörig schief. Schaut mal bei info.jetzt.de rein, da gibt es Filme, das ist vielleicht ein Format, was euch gefällt. Informiert euch und dann lasst das Zeichen sein und schließt euch uns an. Ich bitte euch alle, schenkt diesen armen Menschen hier möglichst viel Liebe, Mitgefühl und Verständnis. Denn sie sind die eigentlichen Opfer hier. Sie sind Opfer der Propaganda. Sie glauben leider, was im Mainstream läuft. Sie werden belogen und sie merken es selber nicht. Sie lassen sich instrumentalisieren für die Großkonzerne und für eine menschenverachtende Politik. Das ist sehr, sehr traurig. Und ich hoffe für euch, dass ihr noch den Weg zurückfindet zu eurer Menschlichkeit, damit ihr wieder, ja, als Bürger mit uns leben könnt. Denn wir wollen ja keine Spaltung der Gesellschaft. Wir sind hier für unsere Demokratie, für die Freiheit und für unser Grundgesetz.